Ihr Schwab spricht. Euer Aufstieg und die Ernährung. Nach dem Erwachen heute Morgen bat ich Yeshua um Erklärungen betreffend unserer Ernährung für den Aufstieg. Er sagte mir, diese Tabelle zu fertigen und folgende Erklärungen dazu zu geben. Liebe Erdenkinder, wie oft habe ich euch schon den Weg der Liebe gezeigt und euch anhand von Gleichnissen, die ihr heute Beispiele oder Veranschaulichungen nennt, erklärt, dass meine Gegenwart allgegenwärtig ist im Hier und Jetzt. Wann wollt ihr lernen, geliebte Kinder? Glaub mir, die Zeit ist verkürzt worden, um denjenigen, die in wahrer Liebe sind, zu helfen beim Aushalten, denn diese Erdenkinder leiden sehr unter den körperlichen Lasten und Gebrechen. Eure Schöpferkraft, was euren menschlichen Körper und euer Außen betrifft, wird noch einige Zeit brauchen, bis ihr darüber voll verfügen könnt. Aber eure mentale Schöpferkraft ist durch den Aufstieg, wo ihr alle euch schon länger befindet, gewachsen und wächst mit jeder Steigerung dieser Liebesenergie, die ich in eure Erde bringe. Bitte bedenkt, dass ihr alle im Jetzt und Hier eure neue Welt der Liebe erschafft. Erschaffen bedeutet aber auch Verantwortung. Und Verantwortung bedeutet, euch bewusst zu sein, dass alles, was ihr tut, in Resonanz zu euch zurückkehrt. Ja, ich weiß, es mag sich etwas kompliziert anhören und ist doch so einfach. Kommt einfach in die Liebe. Du magst es sagen oder denken, aber ich bin doch in der Liebe. Warum sagst du mir dies? Weil diese neue Liebe nicht wie in früheren Zeiten von vielen nur Lippenbekenntnisse waren und die Taten dazu gefehlt haben. Lasst endlich eure Taten der Liebe euren Worten folgen. Meine Liebe zu euch Menschen, Kindern und allen Geschöpfen auf eurem wunderschönen Planeten, unserer Schwester Gaia, zeige ich euch mit der Tatsache, dass diese Liebesenergie, die ihr Menschen als galaktische Welle bezeichnet, immer größer und stärker wird und vieles bewirkt. Ich sage euch heute, meine geliebten Kinder, diese Energie
ist meine Gegenwart bei euch. Eure in früheren Zeiten bezeichnete Parousia oder Wiederkehr Christi. Wartet nicht auf ein Zeichen im Außen, die zu der ihr vorbestimmten Zeit erst sichtbar werden. Lebt jetzt, wo ihr die Gelegenheit habt. Liebt und tötet nicht. Haltet Frieden mit jeder Seele, die euch begegnet. Gott Vater, Mutter, liebt euch alle, Mensch wie Tier, sowie jedes lebende Geschöpf, das sich hier auf Erden bewegt. Die Ausbeutung ist jetzt vorbei, und die Früchte und Erträge eures Benehmens werdet ihr jetzt ernten. Glaub mir, ihr Geliebten, mein Herz ist traurig und ich weine so manche Träne, wenn ich immer noch beobachte, wie der Mensch mit unserer geliebten Schöpfung umgeht. Die Menschheit hat trotz dem Rat des Vaters keine anderen Götter zu haben, ihren Bauch und Körper zu ihrem größten Gott gemacht, dem sie alle am meisten verglast sind. Aber ihr sei in Liebe gesagt. Es ist vorbei. Durch meine Gegenwart, die es vor langer Zeit schon vorausgesagt wurde, richtet sich jede Menschenseele sich selbst durch ihr Benehmen in Resonanz zu dieser Energie der Liebe. Alles, was nicht dieser Liebe entspricht, auch im Außen, wird vergehen. Seht, hört und handelt. Ich höre immer wieder Geschrei und Gejammer zu mir und meinem Vater kommen. Warum, ja warum lässt Gott das Böse zu? Gott Vater, Mutter, ist ein Gott der Liebe. Und ich habe diese Liebe zu euch allen gebracht. Und ihr selbst entscheidet, weil ihr den freien Willen von meinem Vater bekommen habt. Entscheidet euch für die Liebe und ihr werdet wie verheißen ewiges Leben auf einer paradiesischen Erde hier haben können. Ihr seid in Resonanz mit der Liebe, die ihr aussendet. Vor Zeiten sagte ich mal, O Jerusalem, du heilige Stadt, wie gern hätte ich deine Kinder versammelt und an meine Flügel genommen, wie eine Henne ihre Küken, um sie zu beschützen. Diese Zeit ist es hier bei euch. Seid euch dessen bewusst, meine Kinder, Schwestern und Brüder, jetzt seid ihr behütet und so geliebt. Atmet diese Liebe ein, sie ist überall für euch bereitet.
aber atmet sie auch genau so aus und lasst jedes Geschöpf daran teilhaben. Ernährt euch in und mit Liebe im Herzen. Und euer Körper wird immer jünger werden und ohne Gebrechen. Seht, der Himmel tut sich auf, um euch alle zu nähren mit Energie der Liebe. Ich habe einige Seelen hier beauftragt, euch zu helfen, um besseres Verständnis der Dinge zu bekommen. Hört und seht, was und wie ihr in die Resonanz der Liebe kommen könnt. Ich grüße euch, meine Geliebten, in aller mir vom Vater Urquell allen Seins verliehenen Liebe. Joshua. Liebe Hörer dieser Worte, soweit die Ausführungen Jeschuas. Ich möchte euch noch einige Erklärungen zu der Tabelle, die ich unter der Einleitung Jeschuas erstellt habe, geben. Wenn ihr euch jetzt diese Tabelle anschaut, dann ist die Basis für uns Menschen die oder Tierseelen, nämlich diese gemessene Erdschwingung, die oben angezeigt ist. Und um ein Beispiel aufzuführen, die Schwingungen, die in dem mit Plus bezeichneten Nahrungs- oder Lebensmitteln gemessen wurde, entspricht der Schwingung von diesem Teil inklusive aller belasteten, energieraubenden Teilen, die sie enthalten. Diese Mittel sollten mit Bedacht genossen und ausgewählt werden und immer eine gute physische, also mit Wasser gewaschen, wie mentale, energetische Reinigung erhalten vor dem Verzehr, was wichtig ist. Die sogenannten Minusschwingungen der unteren Hälfte der Tabelle entsprechende Malarungsmittel, die absolut negativ schwingen und unserer Seele jede Menge gute Lebensenergie rauben und so über früh oder länger zu Krankheit sowie Beschwerden jeder Art bis zum Tod führen können. Jede Seele ist frei zu wählen, welchen Weg der Ernährung sie sich erwählt und trägt auch die Verantwortung dazu ihrer eigenen Resonanz. Warum diese Nahrungsmittel so massiv destruktiv auf unseren Körper wirken, ist einfach damit zu erklären, dass diese Nahrungsmittel, Angsthormone, Gifte und jede Menge negative Energie enthalten, durch die Art und Weise der Haltung der Tiere oder der Raupe und Chemiezubehör und so weiter des Bodens, wenn es Pflanzen sind, wo es erzeugt wurde, da sind sie enthalten. Klar, mögen jetzt einige den Kopf schütteln und sagen, dass dies wieder Angstmacherei oder Panikmacher sei. Wir seit Menschen gedenken, die sich Fleisch essen und andere Tierprodukte gegessen haben und alt geworden sind. Bedenkt, dass wir in einer besonderen Zeit der Liebe leben dürfen. So wollen wir uns alle zum Ziel nehmen, diese Liebe auch im Außen zu leben. Ich selbst kann als leidenschaftlicher Koch und Genießer von kulinarischen Köstlichkeiten euch bescheinigen, dass sowohl der Weg des Vegetariers genauso wie der Weg zum Veganer oder zum Rohkostler
eine wundervolle Erfahrung ist, sehr schmackhaft. Aber in allem wird das übertroffen von dem Wohlgefühl und die verspürbare Liebe des Universums, wenn man dann am Ende von diesem manchmal beschwerlichen und holprigen Weg angekommen ist und dann den Genuss des Nachtischs oder Desserts genießen kann, der die Lichtnahrung heißt, wie ich es heute tun darf. Dies ist eine Erfahrung der ungeahnten Kraft des Universums, die in dich einfließt und dich einfach nur erfüllt mit Liebe. Namaste an dich, lieber Hörer, von diesem Channeling, und ich verbleibe ganz gerührt von der Gegenwart von unserem geliebten Joshua. Ich danke euch fürs Zuhören.